Genau, und somit herzlich willkommen zurück zu WWE 2K22. Ja, wir haben Samoa Joe erledigt. Mich irritiert es gerade, weil ja die Köpfe anders aussehen, aber natürlich, wir haben ja die ganzen Belohnungen geschafft. Was Neues für mich. Ja, wir haben noch zwei Matches und dann können wir mal die anderen Modi anschauen. Und es geht weiter gegen Gran Metalik, die Meister des Lucha Libre in einem spektakulären Duell bei Raw. Das müsste ich auch gesehen haben. Ist mir jetzt aber auch jetzt gerade nicht so im Kopf hängen geblieben. Throughout my career, I competed against the best luchadors on the planet, and I own victories over them all. The greatest masked superstar in WWE history. The chance to take on another Lucha Libre master in Gran Metalik was something that got me very excited. Competing against another luchador, it motivates me. It inspires me to learn from the new generation, and I have something to teach them as well. This guy right here, Gran Metalik, at one time, was watching me on TV and said, I want to do that. And look at him now, one of the best. He's the king of the ropes. Metalik loves to fly. It's a different style of high flying. It's a different control. This generation has something new under their sleeve, and you have to respect that. The heritage and culture of Lucha Libre in great hands here. When I had the opportunity to face Gran Metalik, I knew these were deep roots. We were going back to where I began. I was so excited to give the WWE Universe a taste of true Lucha Libre and knew this was a dream match that they couldn't afford to miss. Ja, da bin ich mal gespannt, wie der drauf ist. Der müsste dann ja auch relativ schnell sein. Geht zum Match-Checkliste, was? Okay, kennen wir doch eigentlich. Wir gehen aber trotzdem mal ganz kurz rein. Was haben wir denn? Zeit für Lucha Libre. Dominiere Gran Metalik mit einer Grab-Combo. Wollen mal sehen, ob er auf eine leichte Combo im Ring eine Antwort hat. Okay, leichte Combo. Das war viel zu früh. Hallo? So, hat er darauf eine Antwort? Nein. So, hier machen wir noch die Crab-Combo. Sehr nice. Packe erst Gran Metalik und führe einen leichten Griff von vorn. Ein leichter... Oh! From the second he grabbed me, I knew right away that he was here to make a statement. He brought the fight with him. I knew this was a match he'd wanted ever since I had returned. And man, he came out crisp, looking good, and on point. Counters everything I tried. Ja, Ray konnte auch viel. Now I've given this move to many of my opponents and taken them down. But when I hit Metalik with this Rana and he pulled out with the cartwheel, I was like, what? Now trust me, I have a lot of respect for Metalik. When I set him up for the 619, I said, is this match gonna be over that soon? As I ran and I go to hit it, he pulled out and then just rolled me up. One, two, kick out. I was like, wow, okay. I knew at the beginning of this that he was gonna bring a fight, but he really brought the fight. Ja, okay. Er hat den 619 schon mal ausgewichen. So, er ist nicht schlecht. Befördere Gran Metalik neben den Ring und lass eine schwere Kombo los. Lass befördere ihn neben den Ring. Oh nein! Das war jetzt nicht geplant. Oh, okay. Aber doch, eigentlich war es schon so geplant. Ja, wir sind aber neben dem Ring. So, komm, lass mich aufstehen. Ah, verdammt. Alter, Standing Moonsault. Okay, jetzt stehe ich plötzlich auf. Er liegt auf dem Boden. Was muss ich machen? Schwere Combo. Zack, zack, zack und zack. Sehr schön. Wo geht's denn da hin? Schwerer Angriff neben dem Ring gegen den Stehenden. Eigentlich sollten wir ganz kurz hier rüber. Das Problem ist, wir können den Counter gar nicht so richtig brechen. Weil er direkt wieder mitgeht. So. Wenn er neben dem Ring liegt, wird es Zeit für einen Sprungangriff. Okay, das hat nicht gezählt. Das da ist auch nicht. Kann ich hier auf die Ecke? Na toll, jetzt steht er eh schon wieder.
neben den Ring Sprungangriff. Okay. Das heißt, wir müssen ja eigentlich wieder raus. Wie kann ich den eigentlich packen? Ich verstehe es nicht. Also ich checke jetzt den Irish Whip, aber es gibt ja auch die Leute, die mich einfach so hochnehmen und dann aus dem Ring werfen können. Das verstehe ich aber auch noch nicht, wie das funktionieren soll. So, ciao. So, wird es Zeit für einen Sprungangriff. Kann ich das von hier? Autsch. Man sollte auch treffen. Jetzt steht halt wieder. Oh, ausgewichen. Nee, ich konnte gar nichts machen. Alter, wie schnell? Gibt's ja gar nicht. Oh, ich wollte angreifen. Eieiei. Nimmt er wieder raus? Oh nein, was macht er? Nein. Wie mies. Arsch. Okay, er tritt daneben. Sehr schön. Das ist halt blöd, den Sprung. Weißt du, von den Seilen selber oder so muss ich ja auch nicht. Das würde ja dran stehen. So, er muss liegen. Okay, jetzt liegt er nicht. Bleib liegen, Mann. Das zählt nicht. Komm, geh hier hoch. Oh nein, wieso springt er so runter? Das war so gar nicht geblieben. Okay, so geht es gar nicht. Ich wollte einfach vom Apron springen, aber vielleicht muss ich da irgendwie rennen oder so. Keine Ahnung. Oh nein, was macht denn jetzt hier? Hallo? Ist aber nicht so gut. Nicht, dass er uns auszählt. So, jetzt geht halt gleich wieder hier. Was war das? Okay, irgendwie hängen geblieben. Das Y war so lang dran und ich habe wirklich kurz danach gedrückt. So. What? Ganz ruhig. Haben wir hier noch irgendwie... Wenn der Gegner neben dem Ring liegt und du auf dem obersten Turnbuckle stehst, drücke X oder A für einen Sprungangriff. Wieso wird das so nicht angezeigt? Oder wieso steht nicht dran von der Ringecke? Okay. Dann muss ich aber richtig schnell sein. Ah, Alter, schnell! Oh nein, auch noch ein DDT hier auf die Matte. Nice, das bearbeitet mich hier wieder. Oh, diesmal die Knie hochbekommen. Schnell hier hoch. Oh, geh doch auf das Seil. Das ist ein Problem. Autsch. Okay, ich habe auch noch den Finisher gemacht. Das kann natürlich sein, es stand X oder A dran, gell? Kann es natürlich sein, dass es so gar nicht zählt. Ja, weg da. Haha, zu langsam, Kollege. Oh, was? Mies. Ach, come on. Oh, Alter, wie schnell. Oh, da packt er mich direkt wieder. Das hatte schnelle auf. Stehen auch nichts gebracht. Ja, chill mal dein Leben, du Helikopter. Was hat der Move eigentlich an sich gebracht? Eigentlich nichts. Oh, come on, nein! Das hat aber Schaden gemacht, oder? Gerade. Alter. Ich dann auch mal wieder. Zack. Zack. So. Ich gehe jetzt. Oh nein! Schon zu weit weg. Oh Mann. So weit kann ich halt nicht springen, oder? Ah.
Das bringt mir auch nichts. Ich muss ihn halt nah an der Ecke irgendwie zum Hinlegen bringen und dann halt richtig schnell hochkommen. Oh, come on. Oh nein. Wieso komme ich jetzt hier nicht hoch? Ja, genau, da packt er mich direkt. Okay. Ich wollte gegen die Seile gehen. Aber na gut. Ja, direkt wieder gepackt. Gibt's ja nicht. Wird es mal. Ich wollte gerade rauslaufen, ey. Wird es mal langsam Zeit werden? Oh, wir müssen aufpassen, ey. Oh, oh. Was macht der? Oh, no! Okay, geht noch. So, ich muss jetzt hier los. Ah, ich will doch... Ha, ausgewichen. Komm ich jetzt hier rüber? Danke. Ah, ich bin halt schon fast fertig, gell? Oh, ich will nicht hängen bleiben. Alter, wie schnell der ist. Gibt's ja nicht. Ich bin zu schnell. Okay, so war es nicht geplant. Vor allem, weil er fängt schon mit seinem Finisher an. Okay, jetzt geht er selber. Oh, was wollte der gerade machen? Ich muss den, glaube ich, richtig bearbeiten. Wow. Ja, hallo, komm, unterbrochen. So, jetzt aber. Komm mal. Schnell hier rein. Schnell hier rüber. Geh doch ganz hoch! Was ist dein Problem? Ja, komm mal. Und jetzt steht er schon wieder. Ich wollte mich verarschen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Hallo, darf ich aufstehen? Oh, mein Kamerad. Oh, er hat hier noch die Dings. Nein, in die Ecke. Oh, jetzt. Boom. Endlich mal. So, hol ihn zurück in den Ring und mache einen Laufgriff von vorn, wenn er wieder auf die Beine kommt. Können den Counter auch wieder brechen. Ja, reicht schon. Laufgriff von vorn. So, sehr schön. Das haben wir erledigt. Geh zurück aufs oberste Seil, hol den Ring. Stehen in Krannung mit einem Sprungangriff. Wieso komme ich hier wieder nicht so schnell hoch? Ich glaube, ich muss noch irgendwas drücken. Oh nein! Autsch. Ja, genau. Aber ich bin schon voll rot eigentlich. So. Hier, geh mal weg. Close line. So, Sprungangriff von den Beinen. Aber da steht wieder nichts dran, gell? Wenn du auf dem wieder eben Turnbuckle mit X. Okay. Okay, hätte ich was drücken müssen. What the fuck? A, habe ich eigentlich gerade gedrückt? Nix, Kollege. Komm runter vom Seil. Nein! Verdammt! Ja, komm auch. Ich komme einfach nicht zum Zug. Alter, ich hau ihn raus. Aber er muss im Ring. Was? Hol den im Ring stehen dann auch noch. Okay. Wie komme ich schnell auf das obere Seil hoch? Ich verstehe es nicht mehr so ganz. Autsch. Oh nein. Was macht er jetzt? Okay. Erstmal will er mich irgendwie hinlegen. Also zurechtlegen. So auf die Art, ich gehe jetzt auf ein Seil. Alter.
Ich habe gerade selber getreten. Oh nein, wieso will ich A drücken? Gibt's ja gar nicht. Oh no. Was macht er jetzt? Oh, ein bisschen Vorteile. Kann ich überhaupt irgendwas machen, wenn ich benommen bin? Oh nein. Okay, nochmal rausgekommen. Alter! Jetzt geht's mal langsam wieder auf den Sack. Ja, genau, jetzt reicht er wieder aus. Jetzt geh ich. Oh, jetzt geh ich hoch. This was like peanut butter and jelly. I hit the senton, and right after that, it's the springboard crossbody. Two moves that always go back to back. This is the lucha libre style. That's what it's about. That's right. El rey de las sogas, king of the ropes, right? Hard to not be impressed when you see him do that, but not when you're on the receiving end. It's like everywhere we went, Gran Metalik was in my face, not backing down from anything. And that rana, man, I don't remember even being knocked out so hard off a rana. Normally it's me giving them, not taking them. I still had the fight within me, kicked out at two, but I had to stay sharp if I wanted to leave with my hand raised. Gran Metalik wasn't letting up. Okay, ganz kurze Pause. Was brauchen wir denn? Er lässt nicht einfach locker. Bearbeite Gran Metalik mit allem, was du hast und setze ihn im Ring zu richtig zu. Bearbeite Gran Metalik mit einem weiteren Crab-Combo. Okay, das sollten wir hinbekommen. Oh, no, no. Steh auf, Ray. Oh, springt er so weit? Ja, fast. So, machen wir hier die Combo. Gucken. Das hat er bis jetzt immer ausgewichen. So, wenn er im Ring wieder steht, schicke ihn mit einem Laufgriff von vorn erneut auf die Matte. Sollte halt aufstehen. So, auf die Matte. Sehr schön. Überrasche Granul, wenn er im Ring steht, mit einem Sprungangriff vom mittleren Seil. Sehr überraschend, oder? Wenn ich hier schon so stehe. Now this match had been non-stop back and forth action. And I knew we were both getting a little tired in there. Honestly, I was. And I thought he was as well. So when he didn't offer much resistance to the Rana, I thought maybe this is the right time. I was on the path of the 619. It connects in a matter of moments. Finishing up with the frog splash. Sehr schön. Up and down. Lucha Libre style. At its finest. When that frog splash landed, I knew that was it. It was over. Now I gotta say, Gran Metalik put up a hell of a fight. He was everything I expected and much more to be as an opponent. And I told him once it was over, I would love to have this match once again. I love seeing the next wave of luchadores and getting to test myself against one of the best and the upcoming was very special to me. Getting the win, of course, just makes it much sweeter. Ja, sehr schön, das hat ja gut funktioniert. Wobei ich Richtung Ende schon dachte, weil ich schon ziemlich am Ende war, also ziemlich fertig und auch schon zwei, drei Pins. Ja, relativ knapp rausgekommen bin, dachte ich mir so, da muss nur ein fetter Angriff von Gran Metalik kommen und dann kann es richtig kacke aussehen. Aber es hat funktioniert. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Part dann hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.